So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Revised. Und wir betreten das Grab des Tihokan. Sehr schön, Freunde. Mein Lieblingslevel, die Erwartungen sind groß, die Laune auch natürlich, umso mehr. Ich bin sehr, sehr gespannt, was er daraus gemacht hat. Ich bin ganz ehrlich, ich hoffe, er hat es stark verändert. Ich will hier auf jeden Fall mal wieder ein bisschen rätseln. Also, auf einer gewissen Art hat mir das Rätseln ja in der letzten Folge schon... Ja, beziehungsweise in dem Fall sogar in der vorletzten Folge, schon sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es ein ziemlich billiger Trick war, zugegeben, in den Zisternen. Aber ich hätte gerne hier so abgeänderte abgeänderte Räume wie im Grab des Qualopec. So, und da das ja hier doch schon ein besonderes Level ist, bin ich sehr, sehr gespannt. Ich gehe aber mal davon aus, dass hier wenig umgeändert wurde. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass von der Konzipierung von Griechenland er da eine Menge Probleme hatte. Weil man muss auch sagen, der Bereich um Peru herum war ja auch somit der simpelst aufgebaute. Er ist jetzt nicht simpel aufgebaut gewesen, Gottes nein. Aber ihr wisst, was ich damit meine, ne? Ihr wisst, was ich damit ausdrücken wollte. So, die Blasrohre sind auch da, wo sie natürlich sein sollen. Das freut mich umso mehr. Eben kurz konzentrieren, dass wir das nicht versauen. Ah, sehr schön. Gut, ich gehe auch mal davon aus, dass er die Fallen hier auch 1:1 eingebaut haben wird. Die werden wahrscheinlich auch ein bisschen schwerer dann in dem Falle für uns sein. Versteht er, in dem Falle für uns sein. Aus dem ganz einfachen Grund, weil sie hier schneller sein werden als im Original. Also von daher wird sich das natürlich auch wieder ganz anders anfühlen als sonst. So, Schrotflintmunition einpacken. Ich glaube, so langsam haben wir uns auch wieder eine stolze Reserve angeeignet. Was aber nichts zu bedeuten hat, wenn man bedenkt, was die Gegner hier aushalten. Vor allem an der Pumpgun. Das ist, wie gesagt, nicht feierlich. Ich habe da auch immer noch Panik vor den Mumien in Ägypten. Ein bisschen, aber nur ein bisschen. Ein ganz, ganz kleines bisschen. Ich gehe aber mal davon aus, wir kriegen das schon hin. Wir dürfen ja speichern, wir dürfen ja sterben. Da wird das alles, denke ich mal, eher eine Frage von Durchhaltevermögen als schlussendlich jetzt von großem Können oder Glück, sagte er noch in seinem jugendlichen Leichtsinn. Ah, vielleicht hätte ich vorher auftauchen sollen. Ja, wobei die Strömung sollte uns schnell genug zur anderen Seite bringen. Da war eine Kerbe unten. Ich hoffe, da war nichts Wichtiges. Aber da war eine Kerbe unten. Holen wir das Secret hier? Boah, nee, dafür müsste ich mir einen extra Weg jetzt, müsste ich jetzt einen extra Weg auf mich nehmen. Ah, ich vergesse es immer wieder, dass ich auf den Dinger nicht stehen kann. Ich glaube, die Kerbe, die werden wir uns in dem Falle dann einfach mal schenken. Quatsch, die Kerbe, sage ich schon. Das Secret. Die Kerbe? Wie komme ich denn jetzt auf Kerbe, Alter? Denk doch mal nach, bevor du redest, Wushes. Ja, das Secret werden wir uns dann in dem Fall einfach schenken. Einfach, weil ich keinen Bock habe, den extra... Obwohl, es ist extra Loot und wir bräuchten ihn eigentlich. Ich entscheide das gleich einfach mal spontan, ob wir das Secret mitnehmen. So, erstmal werden wir hier das gleiche machen wie am Anfang von den Zisternen. Da er hier ja, wie gesagt, umdenken musste. Wir kennen das ganze Schauspiel ja. So, lieber irgendwelche Wände, die von alleine aufgehen, als einen Block zum Stehen zu benutzen. Unsere gute Lara weiß, was praktisch ist, was quadratisch praktisch gut ist. In dem Falle, da ist sie eine ganz große Künstlerin drin. So, dann geht's jetzt hier auch gleich hoch zu den ersten gemeinen Fallen. Ja, komm. Holen wir das blöde Secret. Dann ist Ruhe im Karton. So, können wir direkt hier oben hin. Das müssen wir auf jeden Fall holen, bevor wir den Raum mit Wasser fluten. Deswegen gehe ich jetzt... da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Fuck. Ich war jetzt gerade so im Redefluss drin, ne? Ich Vollidiot. Wie ein Anfänger reingerannt. Hier haben wir jetzt natürlich auch den Vorteil, dass uns Larsen natürlich nicht auf die Pelle rücken wird. Ist natürlich auch gut. Aber dafür blöde Crocodiles. Und wir können die Stunde der Gunst natürlich auch gleich nutzen und die Crocodiles hier killen. So, haben wir Schrotflintmunition. Haben wir Uzi-Munition und
haben wir nochmal Schrotflintmunition. So, ja, jetzt natürlich die Frage, wie hat er die Trigger hier gesetzt? So, zack. Zack. Da wird einer sein. Und das wird der letzte gewesen sein. Ja, sehr schön. Okay. Auch alles wie bereits gekannt. So, zack. Ja, wobei... Ja, okay, gut. Das ging ja noch einigermaßen. So, da haben wir blaue Uzi-Munition. Genau, Wishes. Wunderschöne Uzi-Munition, die wir da gefunden haben. Da haben wir blaue Schrotflint-Munition. Es ist aber auch immer bei Tomb Raider. Diese starken Verhaspler habe ich auch immer nur bei Tomb Raider. Einfach, ne, weil man sich bei den Spielen konzentrieren muss. Das ist wunderbar. Das ist wirklich wunderbar. So. Tomb Raider. Immer ein wunderbarer Grund, ein verhaspler LP von Wishes zu sehen. Ein sehr, sehr schöner Grund. Gut, dann haben wir das Secret nämlich auch, das erste. Ich bin gerade am Überlegen. Wo war denn da? Ich glaube, hier gab es nur zwei Secrets, ne? Im Grab des Teokan. Zumindest im Original. Ich weiß, wo das zweite war. Ich bin gerade am Überlegen, wo eventuell ein drittes sein könnte. Aber ich erinnere mich A, an ein drittes nicht. Und zweitens bin ich der festen Überzeugung, dass es hier echt nur zwei gab. Oder? Nee. Nee, 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 nee. Mir fällt gerade noch ein anderes ein. Kann ich hier cheaten? Ist das hier möglich? Ah, komm, das geht. 100 Pro. Das ist hier möglich. Hier kannst du tricksen. 100 Pro. Oder hat er es... Ah, hat er dran gedacht? Ah, so auf jeden Fall nicht. Autsch, da ist die Rübe weg. Ja, natürlich kannst du hier cheaten. Müssen wir diesen Assi-Sprung hier gar nicht machen. Gut, dann können wir den Raum mit Wasser füllen. Alles gar kein Problem. Was wollte ich gerade sagen? Nee, man hat ja einmal dieses eine Secret, was verpassbar ist, wenn ihr euch erinnert. Kurz vor der großen Wasserrutsche. Und, nee, hier gibt es drei Secrets. Es gibt ja noch das dritte unter Wasser. Oh, ob ich das auf Anhieb finde, das ist auch eine andere Geschichte. Da habe ich ja sogar im Original immer wieder suchen müssen. Ich glaube, das war auch das einzige Secret, wo ich im Let's Play sogar schneiden musste, weil ich es nicht auf Anhieb gefunden habe. Weil das so ein Secret ist, da suche ich mir immer wieder einen Ast ab. Gucken wir mal. Ein bisschen schauen wir, wenn es zu lange dauert, lassen wir es einfach liegen. Draufgeschissen. Wie gesagt, ist ja nicht ein alles Secret Run. Und dementsprechend passt das. So. Ich weiß gar nicht, warum keil ich mich hier überhaupt mit der blöden Ratte. Ich kann doch einfach durchrennen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass das Vieh hinterherkommt. Aber nö. Die Viecher sind mir mittlerweile so sehr auf die Pelle gerückt. Ich bin für das Ausrotten aller Ratten. Haben die eigentlich in der Natur irgendeine gewisse Existenzberechtigung, Ratten? Ich bin gerade am Überlegen. Sicherlich. Fast alles in der Natur hat eine Existenzberechtigung. Außer Mücken. Und dafür gibt es sicher auch eine. Sie wurde nur noch nicht erkundet. So. Ach, du blöder Löwe. Natürlich macht der hier mein Versteckspielchen nicht mit. Ach, ja, super. Kommst du gleich mit deinen Brüdern, ne? Ja, ja. Das ist typisch für euch hier, Jungs. Wo ist der andere hier? Ich habe deinen Cousin getötet, Kumpel. Kommst du her? Willst du dich rächen? Okay. Revenge is not gonna your mind. Revenge is not gonna your mind? Das ist erstmal sehr komisch ausgesprochen und zweitens ist das sogar falsches Englisch. Sehr schön. Gut, dann haben wir da den Schalter. Wir müssen den Key noch holen, Wishes. Warte, 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 warte. Boah, dieser blöde Speicherkristall, der steht mir jetzt aber hardcore im Weg. Ja, die sind klasse positioniert, die beiden. Super. Wobei, vielleicht können wir das für uns ausnutzen. Ja. Sehr schön. Ey, also es macht doch Damage. Guckt euch das an, was die fressen. Sehr schön. Das darf gerne öfter passieren. Da habe ich keine Probleme mit. Da habe ich keine Probleme mit da. Habe ich nicht Problem mit. So, rüber da. Den Jump, den kennen wir auch noch zu gut. Auch so ein Jump, wo ich in der No-Death-Challenge... da hatte ich echt Panik, Alter. Das sind halt so die Jumps, ne? Wo ich mir dachte, okay, da ist jederzeit vorbei.
So, dann haben wir hier Gross Midi Park. Haben wir hier einen komisch aussehenden Schlüssel. Ist ein Goldschlüssel, würde ich mal sagen. Und dann direkt durch hier und dann haben wir den Raum auch direkt schon geklärt. Ohne Probleme, ohne Murren und Knurren. Gehen wir nochmal ins Wasser und gucken, ob da das kleine Medipack drin ist. Ne, muss ich jetzt nicht unbedingt. So, erstmal wieder mit den Fingerspitzen das Ding aktivieren. So, direkt durch hier. Halte ich da fest, Fräulein? Dankeschön. Wir können von oben gucken, ob es drin ist. Aber es sieht jetzt nicht danach aus. Nö, nix drin. Hier das kleine Medipack auch weggenommen. Logisch. Jetzt bin ich gespannt. Den Raum muss er verändert haben. Denn auch hier bräuchten wir eigentlich diesen Klotz wieder, um drauf zu steigen. Was aber natürlich nicht möglich ist. Also hier hat er 100 Pro eine Änderung reinprogrammiert. Bin ich mir ziemlich sicher. Hätte ich zumindest so gemacht. Und ich wäre nicht so ein Arsch wie er gewesen. Sollte man beiläufig noch dazu erwähnen. So, deswegen werden wir hier ausnahmsweise jetzt mal alle Türen öffnen. Ah, da ist das Aas einfach stehen geblieben. Ah, wunderbar. Jetzt haben wir ihn in der bekannten Reise nach Jerusalem Situation. So sind mir die Affen am liebsten, wenn die KI so durcheinander ist, dass sie dich nicht erwischen kann, weil sie dauernd im Kreis rumrennt. So, das erste Ding da oben ist offen. Das ist nicht wie im Original, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht mehr, ob die hintere Plattform das obere Teil öffnet oder ob es die erste vordere Plattform war. Kann aber auch gut sein, nee, dass das genauso wie im Original jetzt hier ist. So, dann gehen wir jetzt erstmal die beiden Räume hier untersuchen. Einer der Räume hatte Fallen. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Er hat Schild. Er hat innerlich schon mit dem Leben abgeschlossen. Ist okay. Befreien wir ihn davon. Tja, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Vor allem, wer alles verpennt, dem bestraft das Leben. So, dann haben wir hier Munition. Sehr gut. Ich glaube, es wird wieder. Also sie ballern uns jetzt eigentlich ziemlich gut noch mit Munition voll, um uns auf Ägypten vorzubereiten. Gefällt mir eigentlich sehr. Wobei ich sehe gerade, der hat hier eine Schräge eingebaut. Sag jetzt bitte nicht, dass das die einzige Veränderung in diesem Bereich ist. Dann wäre ich ein bisschen traurig. Enttäuscht würde ich nicht sagen, weil enttäuscht klingt so nach, ich erwarte das von dir. Und wie gesagt, bis jetzt hat er eine so gute Arbeit hier geleistet, dass Erwartungen einfach ziemlich frech sind. Aber, jo, Tatsache. Er hat einfach die Schräge eingebaut, damit man hier hochkam. Okay, ein bisschen schade finde ich es schon. Ich denke mal, das darf man, ohne zu frech klingen, sagen. Ja, die verduften jetzt natürlich alle. Alter, das ist unfassbar, was die hier aushalten. Heftig, Mann. Die sind ja schlimmer als die T-Rexe in Tomb Raider 1, 2 und 3 zusammen. Also die Ratten jetzt nur alleine. So, gut. Dann war hier nicht der erste Schlüssel drin? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. War der hier drin? I don't remember. Wir brauchen Keys. Also ein Schlüssel war auf jeden Fall oben in der Schräge drin. Und einer war in diesen Zwischenräumen drin. Da müsste der jetzt aber in der letzten Tür drin sein, ne? Rein logisch. Auf jeden Fall in der Tür, wo die Falle drin war. Ja, hier müsste der andere Schlüssel drin sein. So, direkt durchrennen. So, da haben wir den ersten Rusty Key. Alter. Hab das jetzt? Darf ich da jetzt rüber? So. Das Medipack hat er hingesetzt. Das hat auch einen guten Grund, weil das Medipack ist eigentlich dafür da, um euch zu locken. Ihr sollt natürlich sofort das Medipack aufheben, wenn ihr hier reinkommt und nicht so wie ich einfach durchrennen. Denn wenn ihr einfach durchrennt, seht ihr ja, was bei rauskommt. In dem Falle, sag mal eben schnell. In dem Falle treffen euch die Steine natürlich nicht. Und ja, da hat er mitgedacht, das hat nämlich einen sehr, sehr guten Grund. Was?
Alles gekonnt, Leute, alles gewollt. Wer mir hier was anderes unterstellt, den bezichtige ich sofort der Lüge. Okay, Fackeln. Hat das einen Grund, warum du mir die hier hingesetzt hast? Hat das einen Grund, mein Freund? Ich bin gespannt. Wahrscheinlich jetzt gleich für die Unterwasserpassage hat er die wahrscheinlich hier ausgegeben. Einfach so für lau. So, Rusty Key Nummer 1. Und jetzt geht's auf jeden Fall zum großen Hauptgrab von Tihukan. Einer der drei Herrscher von Atlantis. Der zweite, dessen Ruhe wir jetzt gerade stören. So, und jetzt... Oh, wie war das hier mit dem Secret? Irgendwo an der Seite war das, ne? Gott, ja, wunderbar. Da haben wir's. Ah, shit. Das hätte nicht passieren dürfen. Ist aber kein Problem. Solange die anderen Dinger noch stehen, weil das Secret könnt ihr euch, wie gesagt, versauen. Einmal, wenn ihr daneben springt. Und ein anderes Mal, wenn ihr diese Plattform alle zerstört habt, dann kommt ihr nämlich nicht mehr rüber. Zumindest im Original, wenn ich mich recht entsinne.